So, ihr Lieben, heute wollen wir euch zuerst mal erklären, wie man richtig ein Pferd putzt. Hier haben wir unsere Putzkiste mit den verschiedenen Putzutensilien, Metallstriegel, Hufkratzer, das ist die Wurzelbürste, der Gummistriegel und die Kartätsche. Das benutzt man zusammen, Gummistriegel und Kartätsche. Dann haben wir noch die Schmusebürste, die Mähnenbürste. Und das war es auch schon. Da drin habt ihr gerade noch einen Schwamm gesehen, der ist für Augen, Nüstern oder auch mal das Hinterteil. Wir fangen immer an mit dem Metallstriegel, vor allem wenn wir ein sehr dreckiges Pony haben. Die Cola kam da gerade von der Koppel, war entsprechend dreckverkrustet und auch noch nass. Es war an dem Tag sehr warm und sie hat geschwitzt. Mit dem Metallstriegel putzt wird das Pferd eigentlich überall. Muss nicht unbedingt am Kopf sein und an den Beinen unten. Der Rest vom Körper darf geputzt werden mit dem Metallstriegel und da darf man ruhig auch kräftig draufdrücken, dass der Dreck dann richtig runtergeht. Am Kopf darf man ihn auch benutzen, wenn man vorsichtig ist und aufpasst, dass man damit eben nicht an die Nüstern drankommt und ins Auge. Das kann für die Pferde sehr unangenehm sein. Wenn wir das Pferd dann einmal rundherum geputzt haben, machen wir den Metallstriegel wieder sauber. Ist ein bisschen blöd, wenn das Pferd jetzt nass ist, so wie da. Da kleben die Haare und der Dreck dann immer schön an dem Metall dran. Wenn das Pferd trocken ist, klopft man den einfach nur so ab. Wenn es nass war, muss man eben das so wegzupfen, wie ich das gerade gemacht habe. Wenn wir mit dem Metallstriegel fertig sind, können wir die Wurzelbürste nehmen. Da gibt es auch die Magic Brush, die hat eigentlich den gleichen Effekt. Das ist so ein Mix aus Wurzelbürste und Kartätsche. Mit der Wurzelbürste darf man auch das ganze Pferd putzen. Man kann auch Mähne und Schweif damit durchbürsten, wenn die nicht arg verknotet sind. Cola hat ja gerade kaum noch Mähne. Genau. Dann putzt man das Pferd auch von oben bis unten. Mit der kann man zum Beispiel auch anfangen, wenn das Pferd jetzt nicht so dreckig ist. Also den Metallstriegel braucht man eigentlich nur, wenn wirklich so eine Dreckkruste auf dem Pferd klebt. Auch mit der putzen wir von vorne bis hinten das ganze Pony unten am Bauch, wo der Sattelgurt liegt nachher. Sauber machen können wir die mit dem Metallstriegel zusammen. Bürsten wir die einfach einmal ab, klopft sie ein bisschen aus. Und dann darf sie, wenn sie sauber ist, zurück in die Kiste. Danach geht es weiter mit Gummistriegel und Kartätsche. Damit holen wir dann den bisschen feineren Dreck hoch und bürsten ihn raus. Da arbeiten wir immer gemeinsam. Also der Gummistriegel ist in der einen Hand, die Kartätsche in der anderen Hand. Die Kartätsche fährt schön auch dem Fellstrich nach. Und immer wenn wir zwei, dreimal übers Pferd gebürstet haben, kratzt wir die kurz einmal am Gummistriegel aus, dass der Dreck aus der Kartätsche rausgeht und wir den eben nicht wieder ins Pferd reinputzen. Mit dem Gummistriegel können wir auch so ein bisschen das Fell aufrauen, den Dreck da ein bisschen hochholen. Der darf Kreise machen am Pferd. Mit den anderen Bürsten putzen wir immer in Fellrichtung. Der Gummistriegel, der darf gerne mal über den Pferdekörper auch kreisen und den Dreck ein bisschen hochzuholen und dann kann man ihn mit der Kartätsche eben rausmachen. Cola war nicht sehr begeistert, dass ich sie da putzen wollte, die wollte eigentlich gerade essen. Mit der Kartätsche kann man auch schön am Kopf, die ist meistens ein bisschen weicher, mit dem Gummistriegel vorsichtig die Dreckkrusten da lösen. Die Cola hatte da so eine Dreckkruste über dem Auge und dann mit der Kartätsche vorsichtig schön um die Augen rum. Das läuft jetzt ja alles ein bisschen schneller, damit es nicht allzu lang dauert. Wenn man dann das ganze Pferd wieder sauber gemacht hat, vor allem da unten am Bauch, wo der Sattelgurt liegt, muss man gucken, dass da keine Dreckkruste ist. Macht man eben Kartätsche und Gummistriegel wieder sauber, tut sie zurück in die Kiste. Dann machen wir hier mit dem Mähnenstriegel weiter. Cola hat ja, wie gesagt, gerade nicht so viel Mähne. Man nimmt die Mähne immer so strähnchenweise, bürstet die durch. Wenn die Mähne arg verzottelt ist oder der Schweif, dann kann man auch mal Mähnenspray reinmachen, das kurz einwirken lassen und dann anfangen zu putzen. Beim Schweif ganz wichtig, immer den ganzen Schweif festhalten und dann erst mal unten bürsten, den unteren Teil dann immer ein bisschen weiter hochgreifen und alle Knoten immer rausbürsten, bevor man dann weiter nach oben geht. Festhalten muss man es deshalb, weil das tut den Pferden natürlich auch weh. Wenn man da dran rumzieht, wenn man das so macht wie ich jetzt gerade, dass man es nicht hält, muss man schön vorsichtig sein. Wenn Knoten kommen, eben wieder eingreifen.
Weil wenn das mal wehtut, kann es natürlich auch passieren. Das Pferd wehrt sich, indem es mal tritt. Dann natürlich wieder alle Haare raus. Zum Schluss nehmen wir die Schmusebürste. Da können wir den Kopf nochmal sauber machen damit. Oder auch den feinen Staub hinten aus dem Fell rausholen. Auch die können wir mit dem Gummistriegel sauber machen, wie die Kartätsche. Alles wieder ausklopfen, aufräumen. Und dann gehen wir an die Hufe. Die Hufe sind ganz wichtig, vor allem jetzt in der nassen Jahreszeit. Muss man immer schauen, dass die schön sauber sind, dass da kein Matsch mehr drin ist. Die Hufe können anfangen zu faulen. Das ist sehr unangenehm für die Pferde. Der Huf stinkt dann auch. Also wenn ihr das mal feststellt, immer bitte Bescheid sagen. Da seht ihr jetzt, da gibt es diesen Strahl in der Mitte am Huf und links und rechts davon sind die zwei Strahlfurchen. Ja, die muss man richtig gut sauber machen. Und zwar mit diesem Hufpick, mit diesem Metallteil vorne dran. Kratze ich da erstmal von oben nach unten, bis ich nichts mehr rauskriege und dann drehe ich den Hufauskratzer um, so wie hier. Kratze dann von unten nochmal nach oben den ganzen Dreck raus, bis wirklich nichts mehr kommt. Und da müsst ihr auch wirklich gut gucken, dass das sauber ist. Dann bürste ich danach einmal mit der Bürste drüber und dann fahre ich ganz am Ende. Da gibt es am Huf so eine weiße Linie, die zeige ich euch jetzt gleich. Die geht hier einmal außen rum an dem Huf entlang und die ist weicher als der restliche Huf. Da sitzen öfter mal Steinchen drin. Deswegen fahre ich immer am Ende, wenn der Huf sauber ist, mit dem Metallteil vom Hufpick einmal außen rum und dann hört man, ob da ein Steinchen drin ist oder nicht. Da war jetzt nämlich eins. Das hole ich jetzt gerade da raus. Und wenn das Steinchen dann draußen ist, kontrolliere ich noch den Rest der weißen Linie, bürste nochmal drüber. Guck, dass die Furchen ganz sauber sind, weil der Dreck, der da drin sitzt, da moddelt's vor sich hin. So. Dann der nächste Huf. Schön immer nah ranstehen ans Pferd. Das Hinterbein nimmt man am Sprunggelenk hoch, da wo ich euch gerade drauf zeige. Ja, am Vorderbein fährt man bis runter zum Huf. Das Hinterbein nimmt man am Sprunggelenk, legt sich's auf den Oberschenkel, dann hat man die Hände frei. Hält den Huf wieder fest und macht den genauso sauber wie den Vorderhuf auch. Schön die Strahlfurchen auskratzen. Und dann nach oben nochmal alles sauber machen. Bürsten, einmal außen rum fahren. Und dann ist der Huf sauber. Dann kommt der nächste Huf dran. Da habe ich die Kohle jetzt einmal rumgeschoben, dass man es ein bisschen besser sieht. So. Auch wieder sauber gemacht. Dann ist ganz wichtig, diese Bürsten gehen bei meinen Hufauskratzern immer ganz schnell kaputt. Die Bürsten sind nicht dazu da, um den Dreck aus dem Huf rauszubürsten. Ja, den Dreck, den wir am Huf haben, den lösen wir immer mit dem Metallteil. Und erst wenn der ganze Dreck raus ist, ist die Bürste quasi wie ein Besen, um dieses lose, den losen Dreck dann voll rauszukehren aus dem Huf. Die ist nicht dazu da, den festgesetzten Dreck da rauszubürsten. Dann halten diese Hufauskratzerbürsten auch sehr lange. So, jetzt noch der letzte Huf. Einmal gemacht. Und dann zeige ich euch gleich noch, wo man den Huf nicht halten sollte. Viele halten den von euch nämlich da oben. Wenn ich jetzt aber kratze, ist der Huf sehr instabil, rutscht mir immer weg. Ja, ich kann da keinen gescheiten Druck aufbauen. Wenn ich den Huf aber da direkt am Huf halte, mit der Hand, die hält, ja, dann kann ich schön dagegen drücken, dann kriege ich den ganzen Dreck da gut raus und ich sehe vor allem besser in den Huf rein. So, zum Schluss noch ganz kurz, wo stelle ich die Putzkiste hin, wenn ich mein Pferd putze? Da haben wir jetzt den Ju für angebunden. Die Putzkiste stelle ich immer so hin, dass die nicht direkt am Pferd steht. Wenn das Pferd einen Satz macht, sollte es nicht da reinspringen. Da können die sich dran verletzen und es wäre natürlich nicht so gut. So, jetzt wisst ihr, wie mein Pferd putzt. Ich hoffe, ihr könnt es dann alles umsetzen, wenn ihr wieder da seid. Bis bald!